einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem What I Eat in a Week. Wir haben heute Montag, heißt es ist Frühstückzeit. Eugen ist gerade mit dem Kleinen oben, der Kleine hat so lange noch geschlafen. Er ist gerade wach geworden, er wickelt ihn und dann kommt er runter und dann essen wir zusammen. Und ich zeige euch auch direkt, was ich hier gemacht habe und was eigentlich mittlerweile so mein Go-To-Frühstück ist. Ich habe für uns beide dasselbe gemacht. Einmal Toast mit Avocado und Tomaten. Dann ein Trüffelrührei, geht natürlich auch ohne Trüffel, aber mit Trüffeln gibt es immer den extra Kick. Frischkäse mit Lauchzwiebeln, mein Special Ice Coffee, ein Actimel, meine Tabletten, die ich jeden Tag nehmen muss, einen Saft und das ist unser Frühstück. Ja, und das ist jetzt der Unterschied zu meinem letzten What I Eat in a Week, ne? Ein schöner Unterschied. Einen wunderschönen guten Morgen, Nenio. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Mann. Wow. Mein kleiner Mann, mein großer Mann. So, guten Frühstück. Cheers. Cheers. Hallo, Nino. Hallo. Hallo. 14:30 Uhr. Ich mache mir einen kleinen Snack. Also ich mache mir eigentlich eine Mandarinen und ein paar Blueberries. Ich weiß gar nicht, wie lange es noch die Mandarinen jetzt geben wird, weil eigentlich ist ja immer die Winter die Saison von Mandarinen. Ich werde sie vermissen. So, this is my little afternoon snack. Und die Blueberries sind gerade richtig lecker. It's time for Mittagessen. Der Kleine schläft immer noch. Wir haben einen Salat mit Chicken, mit Feldsalat, getrockneten Tomaten. Ich habe hier noch Feta-Würfel mit einem Honig-Senf-Dressing. Geht super schnell und ist nice. Mein Go-To-Dressing. Was wirklich immer geht. Einmal Honig, Olivenöl, Senf, Pfeffer, Salz. Könnt ihr zumischen. Und so sieht das Dressing dann noch aus. Den Kleinen gerade schlafen gelegt. Wir haben 9:30 Uhr. Wir waren gerade, wie ihr gesehen habt, Essen abholen. Ja, wollten das Essen gehen, aber... Gutes Essen. Ja. Wir dachten so, nee, komm, zu Hause so mit Netflix und so. Entspannt. So, wir haben hier einmal Schnitzel mit Preiselbeeren und Bratkartoffeln. Das hier verstehe ich halt nie, so eine Sardelle. Gurkensalat. Einmal hier Trüffelpasta. Und... Als Beilage. Und Tuna Tataki. Das ist eigentlich sowas wie Sushi. Schmeckt richtig so, geil. Roher Thunfisch. Sehr, sehr geil. Der ist ich habe ein bisschen gepimpt, aber mit Chiliflocken noch ein bisschen. Unsere? Mhm. Boah, die sind richtig scharf. Ist Angst? Ein bisschen. I'm back with a baby. Der kleine Mann, der wollte ja Aufmerksamkeit, ne? Dann machen wir es halt mit dem kleinen Mann. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ganz easy, einfach Kokosjoghurt mit Kakaonips, Blueberries, Himbeeren. Die Erdbeeren fehlen. Jetzt aber. Dazu ein Actimel und ein Smoothie. Und ich trinke hier wieder so einen Saft. Lernt stark. Ja, mit dir zusammen, ne? Essen wir zusammen? Ja. Ich habe ein Paket von Red Bull bekommen. Da bekomme ich immer wieder die
neue Summer Edition, Summer Edition zugeschickt. Und zwar ist es diesmal Aprikose, Erdbeeren. Da wir gerade sowieso ein What I Eat in a Week machen, testen wir die doch mal aus, oder? Es riecht auf jeden Fall sehr nach Erdbeere. Schmeckt gut. Doch. Oder es ist halt sehr kalt mit Eiswürfel. Ich glaube, dann ist es auch sehr, sehr nice. Also es ist jetzt nichts für jeden Tag, finde ich. Aber ist schon ganz geil. Wir haben 16 Uhr und ich mache mir jetzt erstmal Mittag. Und zwar von meiner Mom oder von meinem Papa. Von meinen Eltern. Käselauchsuppe. Sehr, sehr lange nicht mehr gegessen. Und die werde ich jetzt erstmal warm machen. Boah, sehr lange nicht mehr gegessen. Ciabatta von gestern vom Riva. Einfach so ein richtiges Ciabatta-Brot. Und das werde ich mir jetzt auch. This is my mom life. Baby is spilling neben mir. Und ich esse auf dem Boden. Aber ich esse irgendwie voll gerne auf dem Boden. Dieses Gericht erinnert mich so krass an Kindergarten, weil wir das irgendwie echt oft im Kindergarten gegessen haben. Oder das kommt mir irgendwie nur so vor. Also ich fand es immer sehr geil. Deshalb erinnert es mich einfach an Kindergarten. Ich trinke, by the way, gerade das hier. Arizona Green Tea with Honey. Liebe ich. Mit Lipton, eines meiner Lieblings-Eistees. Ich weiß noch, als ich gerade in meine neue Wohnung gezogen bin, habe ich mir erstmal zwei von diesen Eistees geholt. So zwei Sixer. Weil ich es konnte, weil mein Papa das nicht kaufen wollte, weil es zu teuer war. Habe ich mir das dann gegönnt. So, wir sind zusammen im Restaurant. Auch mit Malia, Jackie und Chris. Ich habe mir eine Burger bestellt. Oh, jetzt habe ich aber keine Jalapenos drauf. Egal. Guten. Guten. Der Burger verdeckt genau Nelios Gesicht. Super! Zeig mal diese Mayo. Boah. Boah, die Pommes sind richtig geil. Honig-Senf. Nein, die Pommes sind überkrass. Schau lecker. Himbeer-Limette. Okay, go! Okay, wir haben uns ein Törtchen für vier Personen geholt. Mit links. Ich krieg's nicht hin. Ja, gerne. Ja, gerne. Und? Ist warm. Echt? Nein. Wir haben jetzt auch schon Mittwoch. Wir haben aber auch leider schon 12 Uhr. Ich komme jetzt erst zum Frühstücken. Ich habe hier gerade eine Box von mir liegen. Und zwar von Cinnamood. Das ist irgendwie ein neuer Laden aus Köln. Und zwar machen die Zimtschnecken. Und Leni hat gestern einen kleinen Hausbesuch gemacht, ist zu uns vorbeigekommen und hat uns, beziehungsweise mir, die Zimtschnecken vorbeigebracht. Und ich dachte ganz ehrlich, it's Zimtschnecken-Time for the Frühstück. Why not? Man lebt nur einmal. Machen wir halt einen Kaffee, aber diesmal mit weißer Schokolade und natürlich meiner Hafermilch. Muss sein. Bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Schmeckt. By the way, was ich ganz lustig finde, voll viele denken, wenn ich hier stehe, dass ich sitze, weil unsere Küche halt sehr, sehr hoch ist, aber nein. Probieren wir das doch mal einfach mal zusammen. Hier haben wir, glaube ich, die normale. Saftig. Lecker. Mir ist echt lecker. Aber ich will direkt auch das zweite probieren. Schon sehr nice. Nicht zu süß. Also bei diesen Donuts habe ich zum Beispiel immer das Problem, dass sie viel zu süß sind. Aber die gehen echt klar. Wir haben 15.33 Uhr. Ich habe Hunger. Nelius gerade mit meinem Papa spazieren. Und ich mache mir jetzt wieder Essen. Ich dachte an Lachspasta. Ich hatte nämlich noch eingefrorenen Lachs. Den werde ich jetzt erstmal auftauen. Dieses Rezept ist übrigens mein momentanes Lieblingsrezept mit Pasta. Habe ich euch natürlich auch eingefügt. Könnt ihr ganz easy nachmachen. Und geht eigentlich auch sehr, sehr schnell. Ihr könnt das natürlich auch ohne Lachs machen, sondern mit irgendwie
Tofu oder mit Chicken oder womit auch immer. Das ist sehr geil und geht sehr schnell. Bier. Sehr, sehr geil. Also, das Gericht hat jetzt, glaube ich, insgesamt 15 Minuten gedauert. Mega easy, mega lecker. Schon sehr nice. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was übrig von der Zimtschnecke heute Morgen. Die wird gerade ein bisschen gesnackt. Keine ist gerade am Schlafen. Und ich habe gerade einen Moment. Mein Slow Juicer wiedergefunden. Ich habe auf jeden Fall Bock auf ein paar Säfte, die ich mir selber mache. Also ich habe jetzt eine Zitrone, drei Äpfel, Bio-Möhre. Alright, alles geschnitten. Das ist jetzt der Saft. Wir haben jetzt insgesamt, ja, ich würde sagen, einen halben Liter. Ich werde jetzt etwas machen, was die meisten sehr wahrscheinlich eklig finden, aber es muss sein, wenn ihr Karottensaft trinkt. Und zwar ein kleines bisschen Öl. Und ihr werdet es wirklich nicht schmecken. Aber nur dadurch wirken die Vitamine der Karotte auch. Immer davor schütteln, wenn ihr es eingießt. Easy. Nice. Was macht der Kleine? Sleepy Sleep. Dieses Lachen ist so geil. Oh Gott. Fertig. Sehr karottisch. Ja, ich bin eine Karotte und Apfel. Und ein bisschen Zitrone. Was schmeckt man nämlich so raus? Die Zitrone? O-Saft? Lecker. Boah, ist ja richtig süß. Geil. Alter, warum ist der so süß? Sind die Orangen so süß gewesen? Mhm. Krass. Alles gut. Aus dem Kühlschrank. Nice. Gibt selten was Geileres als frisch gepressten Orangensaft, vielleicht. I'm hungry. Was essen wir? Ich glaube, ich mache mir jetzt einfach Toast. Irgendwie mit Frischkäse oder so. Das Geile ist halt wirklich, ich kann wieder Salami essen. In der Schwangerschaft darf man ja keine Salami essen, deshalb bin ich schon sehr froh, dass ich wieder essen kann. Good, good morning allerseits. Wir haben ja auch schon Donnerstag. Der Kleine ist wach. Eigentlich wollte ich mir heute Pancakes machen. Aber das wird nichts. Der Kleine wird gleich anfangen rumzumeckern, weil er Aufmerksamkeit will. Deshalb. Ah, es geht auch schon los. Gibt's heute Kellogg's Frosties. Woohoo! Dann natürlich einen frisch gepressten O-Saft von gestern. And that's my breakfast of today. Tada! Weil auch schon wieder 15 Uhr, das heißt Mittagszeit. Ich muss wieder was kochen. Und machen wir gute Pasta. Das ist immer die Frage, ne? Reicht das an Pasta? Reicht das nicht an Pasta? Aber ich bin immer so schlecht im Abschätzen. Ich habe einen Trick. Ihr nehmt euch eine Schüssel und füllt dann die Portion
rein, die Matte drin. Das reicht eigentlich, oder? So eine Portion für mich. Doch. Ich mache jetzt Wodka-Pasta. Für die, die Wodka-Pasta nicht kennen, könnt ihr es euch sehr, sehr gerne screenshotten und nachmachen. Ich habe aber auch schon mal ein Video dazu gemacht, zu dem Gericht. Ach. Zusammen mit Leni. Und das ist einfach so das beste Pasta oder schnellste Pasta-Rezept, was ihr machen könnt. Was immer geht. Und es geht einfach so schnell. Ich gucke eben kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt 14.42 Uhr. Mal gucken, wann ich fertig bin. Und jetzt haben wir 15.02 Uhr. And I'm ready with the food. Es geht wirklich sehr schnell. Also falls ihr ein Gericht braucht, was schnell geht und immer geil ist und ihr auch Gästen kochen könnt und es immer nice ist, dann ist es das hier. Das könnt ihr natürlich auch ohne Wodka machen. Und dazu trinke ich Sprudelwasser. Ist einfach immer geil. Und ich habe mich bis jetzt noch nicht satt gefressen. Ich glaube, davon kann man sich auch gar nicht satt fressen, weil es echt so lecker ist. Das Rezept habt ihr ja schon, könnt ihr sehr, sehr gerne nachkochen. Falls ihr aber nicht genau wisst, wie das Ganze funktioniert, guckt euch sehr, sehr gerne das Video dazu an, was ich mit denen, die schon gedreht haben. Da zeigen wir alles Step für Step, wie man das macht. Super easy, wirklich geil. Wir haben jetzt 8:30 und kochen. Und zwar machen wir Crispy Honey Sesame Chicken. Ich habe es gemacht, als Eugen nicht da war. Mit meinen Eltern und mit Leni. Natürlich, immer das Geilste, wenn ich nicht da bin. Deshalb machen wir das heute einfach wieder und zeigen euch heute das Rezept. Ich werde euch das Rezept natürlich auch zeigen. Ich werde aber nicht alles ganz detailliert erklären. Ihr werdet es aber auf jeden Fall sehen. Das Rezept bekommt ihr natürlich auch. Könnt ihr euch dann screenshotten. Wir fangen auf jeden Fall erstmal an mit Chicken. Chicken in mundgerechte Stücke schneiden. Ein Vino für den Mann. Diskutierst du eh, also du siehst eh, ob die durch sind oder nicht, ne? Yes. Manche Stücke sind ein bisschen vielleicht so schon zu mundgerecht. Ist nicht schlimm. So, bitteschön. Danke. So. Cheers. Cheers. Super. Nehmt ihr euch am besten eine Tüte, ist nämlich einfacher, bis hier Mehl rein. Kommt da Salz und Pfeffer rein. Und jetzt nehmt ihr die Chicken-Stückchen, gebt die rein und dann die schön gecoated. So, jetzt brauchen wir Bohnen, noch mehr Bohnen und ein Paprika. Ein Paprika. Jetzt wird das Hähnchen frittiert und parallel die Soße gemacht. Ihr könnt euch gerne an dem Video orientieren, wie viel ich da reinmache, weil ich dafür keine genauen Angaben habe, was da alles reinkommt und wie viel da alles reinkommt. Aber starten wir erstmal mit Honig, Sojasauce, Erdnussmus oder Erdnussbutter. Das Ganze wird vermischt und dann habe ich noch etwas Braunzucker mit hineingegeben. Danach etwas Ketchup rein. Ich habe jetzt Gewürzketchup genommen und Sesamsamen. Damit die Soße dann noch etwas spicy wird, habe ich dann noch Chiliflocken mit reingetan. Das Ganze richtig vermengt und dann probiert, ob mir die Soße so schmeckt und habe dann ein paar Sachen nochmal mit hinzugefügt, damit das Ganze ein bisschen besser schmeckt. Also bei der Soße passiert sehr, sehr viel nach Augenmaß, aber ihr kriegt das schon hin. Und jetzt noch Reis kochen. So sieht das Ganze jetzt aus. Reis ist am Kochen, Soße, Chicken ist auch schon fast fertig. Sehr gut aus. Hat richtig was von KFC. Tada! Fertig. Damit Reis und Gemüse alles auf einer Gabel, wie bei dieser Gabelsendung. Ist ein Löffel, aber ist okay. Das Chicken schmeckt auch hervorragend. Die also Gemüse ist sehr knackig, reißt durch. Also von einer Skala von 1 bis 10, eine 9 von 10. Dort? Ja, doch, 9 von 10. Merkt man, dass er Wein getrunken hat? Probier du mal. Taste-Test. Mit der Gabel, die Gabelsendung.
Gut, ne? Wir haben Freitag. Morgen. Der Kleine schläft noch. Wir machen uns Frühstück. Ich habe auf jeden Fall noch Obst da. Und das werde ich jetzt alles klein schnibbeln. Und mir so einen kleinen Obstsalat mit noch ein bisschen Joghurt machen. Ganz easy. Ganz entspannt. Aber lecker. Oh mein Gott, es schneit gerade einfach. The fuck. Wir hatten letzte Woche über 20 Grad. Ich snack mir jetzt ein Kinderpinguin. Hab ich Bock drauf, hat man noch einen Kühlschrank. Das ist zum Thema healthy, ne? Egal. Er mag auf jeden Fall den Tintenfisch. So, das ist mein Essen, aber es geht hier nicht um mein Essen, sondern um Dagis. Ein Gentleman's Cut 300 Gramm Steak vom feinsten Rinderfilet im besten Steakhouse, meiner Meinung nach, in Deutschland, Western Steakhouse, mit Trüffelpommes und Trüffelkartoffelpüree. Gut, ne? Er hat gerade auch sein Meal. Man sieht ihn nicht, ich finde das so geil. Endstufe. Wir haben auch schon Samstag und ich mache jetzt ein bisschen Frühstück. Und zwar mache ich so kleine Bruschettas. Mhm. Was machen Sie da? Bruschetta. Echte Tomate und Zwiebel. Und hier ist Mozzarella mit Prosciutto. Und da kommt jetzt aber was ganz Wildes drauf. Was? Wie, wo war das? Hab ich nicht gefunden. Das stand hier vorne. Ach, das hast du neu gekauft. Die flotte Biene. Ah. Du flotte Biene. Ich flotte Biene. Ich hasse Schnee. Und damit gar. Sieht schon sehr nice aus. So. Ready. Bekommen. Hallo, hallo. Hallo. Und die Süßen haben hier vietnamesisch mitgebracht. Vielleicht weißt du, was ist? Nee. Ja, das ist Mango-Curry mit Hähnchen. Aha. Das ist Reisnudeln mit Hähnchen-Sesam. Aha. Boah, geil. Das sind gebratene Udon-Nudeln mit Garnelen. Boah, geil. Boah, die sind geil. Das sind wieder Reisnudeln mit Rindfleisch. Boah, nice. Okay. Hier ja. Sommerrollen. Das Sommerrollen mit Mango-Avocado. Boah, geil. Frühlingsrollen. Und Sommerrollen mit Curryhähnchen und vietnamesischen Baguette mit Thunfisch. Und extra Jalapenos für dich. Wow! Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Es gibt hier diese typischen asiatischen Drinks. Das ist einmal hier Kokos und Guava. Sehr, sehr geil. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntag. Eugen hat Frühstück gemacht. Ein Rührei, dann das Baguette. Dann das Baguette von gestern. Ein Aufstrich, Smoothie. Trüffelrührei. Ah, Trüffelrührei. So, ich habe Besuch bekommen. Meine Schwester ist da. Und meine Eltern waren auch gerade da. Die sind gerade spazieren mit Nedio und mit Sula. Und sie haben ihr Essen mitgebracht. Ich freue mich sehr. Wir haben hier einmal Rotkohl und eine Special Chupa Dose Box. Ein Glas. Einmal Kluski, Klöße und was ist das? Ente. Und Ente, also volles Weihnachtsessen. Ja, geil. Das werde ich mir jetzt warm machen. Und du hast ja eh schon gegessen, ne? Ja, ich habe schon gegessen. Und ich trinke mir gerade auch ein Red Bull Kaktusfeige.
Aber ich freue mich sehr. Ich war schon so, was koche ich heute? Das ist halt der Vorteil, ne? Wenn die Eltern in der Nähe wohnen, gibt es immer noch ab und zu mal Essen. Ey, schon jetzt in der Woche schon das zweite Mal. Was eigentlich aus dem Kuchen Samstag geworden? Ich habe ein Kind bekommen. Ihr wollt einen Kuchen Samstag machen, dass ihr jeden Samstag Kuchen backt. Ich hatte richtig Motivation, dass ich, als wir in dieses Haus gezogen sind, ich so, ja Mann, jeden Sonntag gibt's Kuchen. Jeden Samstag. Ich glaube, ich habe es zwei Samstage gemacht, danach nicht mehr. Also das ist typisch polnisches Essen. Kluski, also das sind einfach nur Klöße, Rotkohl und Ente. By the way, Eugen ist gerade auf dem Weg nach Berlin, deshalb ist er leider nicht mit. Aber ich esse dann halt einfach allein. Ich gucke da hier heute einfach zu dem Essen. Und jetzt mache ich Ingwer-Shots. Und zwar habe ich zwei große Ingwer-Knollen genommen, die sind bio. Deshalb nehme ich auch mit Schale. Zwei Äpfel und ich glaube 5 Zitronen. Leni, ja? Oder Mama, oder Papa, wer will probieren? Ingwer-Shot. Kleiner Mann! Lecker. Gut, ne? Mhm. Wollt ihr auch ein bisschen? Wollt ihr was haben? Ja. Hast du viel? Eine ganze Dingsflasche. Siehst du, Papa, sehr lecker. Ja, Homie. Sehr lecker. So, ich habe jetzt einen McFlurry mit Oreo und Lena mitgebracht von meinem Papa. Und mir. Und Lena. Hey, hallo? Und wie schmeckt's? Schmeckt sehr gut. Ich glaube nicht mehr. Aber ich glaube, Medium schmeckt nicht so gut.